Oh, fuck you! Nein, nicht auf den Kopf! Oh, geil! Wir haben den Van gerettet! Oh Gott! Ich glaube. Wir schrauben noch so ein bisschen an unserem Motor. Nein, jetzt hab. Oh, scheiße, jetzt habe ich das Ding wieder losgenommen. Es wird Tag. Wir werden jetzt erstmal essen, trinken, pissen. Dann werden wir unser Kacke-Laster nehmen und dann werden wir erstmal bei unseren Nachbarn die Kacke aus dem Dingens da rauspumpen. So, wir nehmen jetzt nochmal eine Pizza. Zack, die fressen wir. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass ich die Pizza in den Ofen tun müsste. Lass es nur fallen. Tja, hier kann ich nichts machen. Dann wohl nicht. Dann muss ich die wohl kalt fressen. Gefrorene Pizza. Lecker. Was wollte ich jetzt? Hunger habe ich jetzt noch so ein bisschen. So, pissen wir. Oh Gott. Und hier, schön. Da, so, alles klar. Na, da kommt doch noch was. Schön. Und wieder einpacken, die Wurst. So. Vielleicht nehmen wir uns das Bier mit. Das können wir... Alter, was war das denn? Da bin ich aber mal gerade richtig dagegen geschlagen. So. Enter Driving Mode. Jetzt geht's wieder los hier. Ach ja, genau. Der Anhänger. Ja, vor dem habe ich ein bisschen Angst, weil die Straßen sind ungefähr so breit wie der und der ist breiter. Aber der hat Windscreen Wiper. So. Da passt ja schon. Ah, kommen wir gar nicht ran. Da passt ja schon so ein Kasten hin, ne? Oh Gott. So. Ha. Oh, guck mal, wie nobel der aussieht. Kriegst die Tür nicht zu. So. Also er sieht schon nobel aus. Haha. So. Da haben wir wieder Vorglühen. Vorglühen kennt jeder Junge auf dem Dorf. Erst vorglühen, dann geht's ab. So, was hier noch? Differential Lock, Rear Lift Axle, Hydraulikpump. Ist das jetzt hoch oder runter? Was weiß ich auch nicht. So, das wird jetzt ja hier. Ah, guck mal, hier haben wir Vipers. Okay, ich gehe jetzt auch über einen Hotkey. Also das funktioniert auch über einen Hotkey. Das ist ja wunderbar. So, schön. Jetzt haben wir hier Parking Brake. Die wollen wir natürlich losmachen. Was hat er denn jetzt? Was hat er denn jetzt? Was ist denn das für ein Symbol? Keine Ahnung. Differential Lock? Ist das? Hier Axle Lift? Ist das? Hydraulikpump? Ist klar. Willst du mich jetzt verarschen? Ist hier noch irgendwo was, was ich nicht sehe? Das war doch, als ich die Parking Brake angemacht habe. Hä? Zur Hölle. Jetzt hier noch irgendwo was übersehen oder was? Ist hier mit der Karre los. Alter, ich muss so. So, nochmal neu. Warum ist denn. Stand natürlich auf der Kupplung, ist klar, ne? Was denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Symbol?
Das da ist das doch, was da noch an war. Das ist so ein schönes rotes Symbol. Oh. Ich habe doch keinen LKW-Führerschein. Jetzt sag doch mal. Keine Ahnung, hat er hier einen Alkoholsensor drin oder was ist denn hier? Wer werde jetzt hier bekloppt mit der Tröte hier? Was denn, wenn ich jetzt einfach mal losfahre? Und dann würge ich ihn ab, natürlich. Geht aber auch dezent auf den Sack, ne? Muss man ja mal so sagen. Es wäre ja auch möglich, dass wir nicht genug Luft haben. Und dass er deswegen meckert. Warte mal, das macht Sinn. Der hat doch Luftbremse, er hat doch einen Federspeicher. Wenn ich noch nicht genug Dampf auf dem Kessel habe, ist die Bremse noch nicht los. Deswegen bremst der halt nur so halb. Wenn ich ihn angezogen anbremsen muss, dann bremst er natürlich komplett. Aber so? Dann lassen wir doch mal ein bisschen laufen. Ach Mann, ey. Das könnte alles so einfach sein, ne? Aber warum muss das denn? Warum muss das auch eine Simulation sein? So. Boah, ich kann ja bald schon wieder ins Bett. Ah, es ist ja unglaublich, ey. Ist aus. Dann war es wahrscheinlich wirklich Luft auf dem... Also, nehme ich jetzt mal an, dass wir nicht genug Luft auf dem Kessel hatten. So, wollen wir jetzt mal gucken, ob wir jetzt besser losfahren können. Oh, warte mal. Ach nein! Was zur Hölle? Jetzt ist wieder aus. Jetzt geht's schneller aus. Ja. Also ich vermute wirklich, dass es einfach Luft auf dem Kessel war, die halt nicht vorhanden war. So, war halt zu wenig, um dann die Bremse ordentlich zu... Was ist denn? Was habe ich denn hier gemacht? Ah, hier bin ich mit dem Scheiß... mit dem Auto, wenn ich hier lang gerückt. Ist aber auch ein hartes Survival-Spiel hier. Ja, aber kein Zuckerschlecken hier. Das geht ja flott. Ist das aber rein theoretisch auch voll geländig im Design? Also, glaube ich jedenfalls, wenn das Fahrzeug Grip hat. Beziehungsweise Grip kommt ja durch Auflagerkraft. Und Auflagerkraft kommt durch Kacke. Und Kacke holen wir uns jetzt von unseren Nachbarn ab. Das ist eigentlich voll geil. Der gibt uns Kacke und Geld. Hoffentlich. Wenn wir hier an der Straße sind, die rechts kommt, dann sind wir eigentlich zu weit. Das ist nur ein Haus. Aber, hey, da winkt einer. Fuck. So, ist es gut möglich, dass das der Typ ist, obwohl das eigentlich auf der linken Seite sein sollte? Aber okay, so, erstmal fucken. Na, jetzt, was ist das denn jetzt? Ach, jetzt dödelt er wieder. Ach, Mann, ich werd bekloppt mit dem Scheiß, ey. Ach, komm, lass dödeln. Hey! Bist du der Typ mit der Kacke? Benutzen? Hallo? Hallo? Ja. Hallo. Ich glaube, das ist nicht der Typ mit der Kacke. Ist auch eigentlich auf der falschen Seite. Oh, nee. Nee! Gottes Willen. Hängst du da auf einmal in der... Da muss das noch weiter sein. Aber da vorne war auch nichts. Irgendwann kommt rechts... Kommt so ein kleines... Kommt nochmal so ein kleiner... Keine Ahnung was. So eine Straße, die dann rechts abgeht und dann so ein kurzes Rondell macht und dann wieder auf unsere Straße führt. Und wenn wir da sind, da ist das mit dem Holz. Das wäre dann aber zu weit. Wir müssen kurz davor, müssen wir eigentlich dann... Ich werde bekloppt, ne? Ich werd hier bekloppt mit dem... Ich werde bekloppt mit dem Kackelaster! Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch noch nicht mal, nach was ich googeln soll. Ich bin nur froh, dass ich mir vorhin die Karte abfotografiert habe. Da bin ich echt froh drüber. Aber hier ist ja auch nichts, ne? Da ist ja auch überhaupt nichts. Ist da.
Marietta, mit Rackane, da ist ein Löse, ja, nicht lang.